send the hymn from Palestine. This is the hymn from before 1918, maybe. Das war die Nationalhymne von Palästina während der britischen Landschaft und vorher, könnte man sagen, von 1936 bis 1965 oder 67. Das sind schöne Wörter. Montagne bedeutet meine Heimat. Den Dichter hat es geschrieben, glaube ich, 1934. Der beschreibt die Schönheit und wie angenehm das Leben in der Heimat. Gleichzeitig sagt er, unsere Jugendlichen oder die jungen Menschen, die werden niemals zur Ruhe kommen, bis sie das Land befreit. Damals gemeint war mit der britischen Landwirtschaft. Die Hymne ist noch gültig als Nationalhymne für Palästina, aber 1967 ist geändert durch die PLO. Und es gibt neue, und die heißt Fidei. Fidei ist der Martyrer. Das ist leider sehr schöne Wörter. Ich könnte die nicht alles übersetzen. Aber die beschreibt das Leben, wie schön und angenehm war, bevor die Besatzung. This concert when we sing together. I think this is a beautiful statement. We will not sing the European hymn, but we sing our Yarmouk. It's very easy. Let's try. Let's try. Yeah.